Werden denn die Menschen, die jetzt das Evangelium von Jesus Christus ablehnen im Unglauben, werden diese denn noch die Möglichkeit haben, sich zu bekehren in der Drangsalszeit, in der siebenjährigen Gerichtszeit? Haben diese noch eine zweite Chance? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Die Bibel unterscheidet eindeutig zwischen wiedergeborenen Christen, das sind Menschen, die an Jesus Christus glauben, ihm vertrauen und deshalb eine geistliche Neugeburt erlebt haben. Sie haben Leben aus Gott und gehören zur Gemeinde Gottes, zur Ekklesia, zur wahren Braut Christi. Und auf der anderen Seite Namenschristen, das sind Menschen, die zwar ein christliches Bekenntnis haben, wie zum Beispiel durch die Taufe, aber sie haben kein Leben aus Gott, letztlich glauben sie nicht wirklich an Christus, sie haben nur ein formelles Bekenntnis, sie sind Scheinchristen, Namenschristen und damit verlorene Menschen. Und die Bibel macht klar, das nächste prophetische zukünftige Ereignis ist die Wegnahme, die Entrückung der wiedergeborenen Christen, der wahren Braut Christi. Und diese Entrückung wird vor der Drangsalszeit, vor der siebenjährigen Gerichtszeit sein, die dann über diese Welt hereinbrechen wird. Schau dir dazu das Video an, das ich in der Beschreibung verlinke. Nach der Entrückung beginnt also eine siebenjährige globale Gerichtszeit Gottes über diese Welt. Und zu Beginn dieser Drangsalszeit wird die Christenheit, eben die Namenschristen und die entsprechenden Kirchen und Denominationen, wird abfallen. Es wird der Abfall sein, das heißt, sie werden Christus und den christlichen Glauben dann völlig verwerfen und abfallen zu einem antichristlichen, weltlichen, religiösen System. Dieses wird auch große Hure Babylons genannt. Und dies beginnt noch, bevor der Antichrist in Erscheinung treten wird. Im Höhepunkt des Abfalls wird dann der Antichrist öffentlich erscheinen. Das wird noch in der ersten Hälfte der siebenjährigen Gerichtszeit sein. Und dieser wird dann die Menschen auf der Welt, insbesondere die Juden, aber auch die Menschen der Christenheit verführen. Er wird sich als wahrer Messias ausgeben und er wird die Menschen verführen durch Zeichen und Wunder, die er in der Kraft Satans tun wird. Und er wird sie dazu verführen, dass die Menschen ihn annehmen werden als Messias. Sie werden ihm diese Lüge glauben. Das heißt, die Menschen werden fortgerissen von einer satanischen Verführungsmacht und werden dem Antichrist Glauben schenken. Das heißt, sie werden keine andere Möglichkeit mehr haben, sich zu Jesus Christus bekehren zu können. Und Gott selbst wird diese Menschen dann diese Verführungsmacht ausliefern, aktiv ausliefern, so dass sie keine andere Wahl mehr haben, die Menschen als diesem Antichrist zu glauben, diese Lüge anzunehmen. Nun, der Antichrist wird dann mächtig sein und eine eigene antichristliche Welteinheitsreligion aufrichten, in der er selbst quasi Gott ist, Messias ist. Und die Menschen, die seiner Lüge glauben, diese werden dann auch sein Mal, das Mahlzeichen annehmen, das er einführen wird. Und der Antichrist wird dann auch mit dem Aufrichten seiner antichristlichen Welteinheitsreligion, wird auch dann das Ende bedeuten für alle anderen Weltreligionen, unter anderem auch das Ende der Christenheit. Nun, das heißt, die Menschen, die jetzt dem Evangelium nicht glauben, die jetzt Jesus Christus nicht annehmen, diese Menschen werden, wenn sie dann in der Drangsalszeit sein sollten, keine Möglichkeit mehr haben, sich zu bekehren, denn sie werden einer satanischen Verführungsmacht ausgesetzt, ausgeliefert sein. In der siebenjährigen Gerichtszeit wird aber dennoch ein Evangelium verkündigt werden. Es ist das Evangelium des Reiches, wie es genannt wird. Wir haben heute das Evangelium der Gnade. Es wird dann das Evangelium des Reiches sein, das Evangelium des tausendjährigen Reiches sein. Und viele Menschen, insbesondere Juden, die den Antichrist nicht annehmen als ihren Messias, sondern darin in diesem Evangelium des Reiches Jesus Christus als den wahren Messias erkennen, diese werden dann Jesus Christus als ihren Messias annehmen. Sie werden dem Evangelium des Reiches Glauben schenken. Aber auch viele Nichtjuden, die bisher
noch nicht die Möglichkeit hatten, Jesus Christus abzulehnen, diese werden dann aber auch das Evangelium des Reiches annehmen und damit Jesus Christus als ihren Messias annehmen. Aber all die anderen, die heute das Evangelium ablehnen, diese werden dann in der Drangsalszeit keine Möglichkeit mehr haben, sich zu bekehren. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dieses Thema besser zu verstehen. Falls du aber noch Fragen oder Anmerkungen hast, kannst du die gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir jetzt dieses hilfreiche Video an.